Ist das jetzt alles? Uiui! Ah! Ja, ja, easy. Was geht, Leute? Andrew Fox ist wieder am Start. Es ist der zweite Tag von Happy Halloween. Meine dreitägige Let's Play Halloween-Reihe. Gestern haben wir Dread Eye VR gespielt. Hab mir schön die Hosen gemacht. Nicht wörtlich gesehen. Und heute habe ich mir gedacht, weil es gestern so gut geklappt hat, noch zur später Stunde. Der nächste Horrortitel. Ich glaube, das wird jetzt ein etwas härterer, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin jetzt noch gehypt, weil ich wach bin. Mal gucken, ob sich das in binnen 5 Minuten ändern wird. Das Spiel, was wir heute spielen werden, ist Paper Dolls. Natürlich blind, keine Ahnung, was mich erwartet. Dann würde ich sagen, los geht's. Itchy Game. Was sagt er Deutsch? Okay. Endlich bist du zurück. Witzig. Du liegst nicht so ge... Achso. Oje. Oh, mein Tagebuch. 20. Mai 2016. Ich versuchte eine neue Droge namens Paroxetin in der Hoffnung, dass sie den Schmerz lindern und zumindest meinen Impuls, mich umbringen zu wollen, aufhalten würde. Okay. Ich starre, also 13. Juli 2016, ich starre immerzu auf die Kleider und Spielsachen meiner Tochter. Warum haben sie mir meine Tochter weggenommen? 11. September 2016, meine Tochter findet immer mehr Gefallen an der Malerei und hat bereits 2 Kästen Buntstift verbraucht. Sie scheint auch sehr an traditioneller chinesischer Malerei interessiert zu sein. Vielleicht sollte ich sie für professionelle Untersuchungen anmelden. 31. Dezember 2016. Stirb, stirb, stirb. Dieser Tage krieg ich den Lärm nicht aus dem Ohren. Männer, Frauen, Kinder, alle sollen endlich sterben. Beruhig dich. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall unsere Taschenlampe. Taschenlampe ist wichtig. Und dann haben wir so eine T-Tam-Tess. Die irgendwie ganz komisch Travel the Web. Oh, was kann man mitnehmen? Okay. Was ist? Also, mit der Steuerung komme ich nicht klar. Entschuldigen Sie. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Der hat keinen Kopf mehr. Ist das ein Kopf? Das ist doch... Na gut. Bis jetzt ist alles... Uiui! Ah! Ja, ja, easy. Ja, keine Angst. Immerhin kann man eine Vase nehmen. Oh Gott! Oh, das war knapp. Die ist teuer. Dann wollen wir mal. Also, ich laufe da, wo ich. Oh Gott! Oh Mann! Oh Mann, warum bin ich eigentlich hier? Ich hatte einen Autounfall, okay, verstehe ich. Aber warum bin ich hier? Welcher normale Mensch geht hier in so eine Kum... Oh Mann, ey. I hate it so much. Eine Schallplatte.
Kann man die... Nee, kann man nicht. Mache ich alle Schränke auf, weil ich... Ich wissen möchte, ob da vielleicht... Was ist das für ein Geräusch? Alter. Ein Easter Egg kommt, als würde hier ein Easter Egg kommen. Ha! Ach, ich... Also... Papa! Was? Auf Deutsch bitte? Gestern war ich noch so gehypt. Gestern war ich in... Ich hasse Corona-Modus. Hörst zu. Oh Mann, my nerves. Ekelhafte Kacke-Scheiße. Ja, das war Deutsch. In welche Richtung dreht man das? Oh, weißt du noch richtig? Ah, ja. Hui. Das ist Geld? Ah, das ist ein Verband. Kann man das mitnehmen? Geil. Das bin ich gewahr. Alter! Oh Gott! Ich nie akzeptiere! Warten, akzeptieren! Oh Gott! Alter, hör auf! Oh Mann, du bist es ja nur! Haha! Ich dachte gerade. Nehmen alles mit! Das nehmen wir mit! Ja, alles mit und dann sammel ich den Kack. Ne Kärtchen. Kling, kling. Das verkaufe ich. Bei eBay. Ich knall lieber die Tür auf, weil dann hat das Geschöpf dahinter Pech gehabt, wenn es davor steht. Das sind die Gehirnerschütterungen hervorrufen. Holz wie so ein kleines Kind. Und dann kann ich es ja selber schuld. Wär's halt mal nicht hinter der Tür gestanden, um mich zu jumpscaren. Denn ich jumpscare. Ach, na, sie juckt. Brauchen wir ein rotes Schloss. Schlüssel. Man braucht ein rotes Schloss, um ein rotes Schlüssel zu öffnen. Alter. Muss das sein? Alter. Schon kein Bock, wenn ich hier ganzen Dreckspuppen sehe. Oh, noch ein Schnipsel. Ich könnte den Fluch aus dem alten Buch ausprobieren. Ich brauche einige Holzpuppen. Also die Übersetzung ist echt die Hölle. Und ein paar silberne Nadeln. Die Arme und Beine der Puppen müssen gleich viel wiegen. Ich muss bei der Herstellung sehr präzise vorgehen. Okay, oh, ich probiere einfach jetzt aus. Bin mir nicht sicher, ob das alles funktioniert. Ich weiß, wenn ich logisch denken würde, würde ich es wahrscheinlich eher hinbekommen. Oh Mann, logisch denken. Keine Zeit, logisch zu denken. Oh Mann. Ach, da ist noch eins. Geschafft. Oh. So, den roten Schlüssel haben wir. Ja, kein Grund zur Panik. Wir laufen ja vollkommen entspannt. Ich hasse es. Was? Nein, Alex. Ich habe Angst. Habe keine Angst, Maria. Ich suche. Haben Sie keine Angst? Gell, ich suche den Schlüssel. Boah, ich glaube, das ist keine gute Idee. Mit dem Taschenlampe da durchzugucken. Ah ja. Was? Ah, jetzt. Oh Gott! Oh. Findest du das etwa witzig? Ich fand das nicht witzig. Jetzt bin ich hier. Wahrscheinlich in so einem Endlosraum. Toll! Was passiert, wenn ich da reingehe? Ja, ein Endlosraum.
Was bringt das? Immer diese komischen... Alter, bin ich das? Immer diese komischen Rätsel. Das bin also ich. Weg. Nein. Okay, toll. Oh Mann. Horror, das ist das eine, aber Rätsel. Um die Uhrzeit. Es ist 11:30. Toll. Toll. Okay, wir sind wieder hier. So, und wenn ich jetzt zurückgehe, dann passiert nichts. Tolle Karte. Oh Gott! Oh Leute! Ich bin jetzt wahllos einfach irgendwo hingelaufen. Ich habe keine Ahnung. Was ist? Gast Helio. Hört sich an wie der Oberarzt bei uns. Er heißt sogar Liu. Der hört sich nicht nur so an, der heißt so. Oh, dem Kind geht's aber gar nicht gut. Nice. Seht ihr das, Leute? Jetzt fühle ich mich. Yeah. Hot Chopper. Na toll, er kann's nicht halten. Herr Liu hat am Morgen die Ausstellungshalle gereinigt. Das ist gut von dem Herr Liu, dass er sowas macht. Finde ich klasse. Ah, wir sind wieder hier. Okay. Wieder am Anfang. Halt, stopp, ich wollte da noch durch. Mensch, da kann man ja speichern. Wir haben jetzt einen goldenen Schlüssel. Ja, ich habe die Orientierung verloren. Aber wir können ja mal speichern. Aber das Feature gefällt mir. Richtig gut. Und mit diesem goldenen Schlüssel... Oh, voilà. Schlage ich die Wand. Boah, ich laufe jetzt einfach irgendwo rein. Ist mir scheißegal. Jetzt ich... Ui. Ja, ich habe eh die Peilung verloren. Ich hab keine Ahnung. Götze! Jedes Mal das Gleiche! Sackgasse. Ich hasse Sackgassen. Gott! Lauf doch einfach ein bisschen schneller. Viel schlimmer als Sackgassen und langsam laufen ist, wenn dann plötzlich das Telefon klingelt. Gut, dass der junge Kerl einfach mal kein Telefon hat. Ich meine, gut, er könnte vielleicht anrufen, aber wahrscheinlich wäre dann eh kein Empfang dann da und dann wird es dann nur sinnlos im falschen Moment vibrieren und ich würde mir in die Hosen pinkeln. Oh, haben wir nicht. Oh, wie süß. Das war nicht süß. Ah, die Nase. Schlimmer als jeder Horrorfilm. Wenn die Nase juckt. Was? Nein! Hallo? Was? Okay. Scheinbar müssen wir da hoch. Okay. Sorry, Bro. Geh da hoch. Mann. Könntest du auch einfach nur bitte sagen? Geh da hoch. Oh, habe ich Angst. Gehe ich aber diesmal den anderen Weg, weil ich bin... ich höre nicht auf dich. Scheiße, ich muss auch... Drecksteddy hätte mich ja auch... Bunny hätte mich ja auch warnen können. Also, zack. Eieieiei, aua. Geh da hoch. Ja. Ja, ich will doch da hoch. Du gehst gleich hoch. Eine Bombe. Bam. Ich kann doch da gar nicht hoch. Ich kann ja nicht mal springen.
gehe ich einfach einen anderen Weg. Es geht auch nicht. Ich... Was? I don't get it. Ich glaube, das reicht. Morgen kommt was viel Cooleres. Versprochen. Happy Halloween. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also morgen. Euer Aaron Fox. Tschaußen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.